Wird der Rapper Capital Bra von arabischen Großfamilien erpresst? Die Staatsanwaltschaft bestätigte, dass sie wegen räuberischen Erpressung zum Nachteil von Capital Bra ermitteln. Da das Ganze noch frisch ist, sind zum aktuellen Zeitpunkt nicht viele Informationen bekannt. Bei den mutmaßlichen Tätern soll es sich um eine libanesische und tschetschenische Großfamilie handeln, die von Capital Geld fordern. Doch es handelt sich nicht um Kleingeld, sondern einen Millionenbetrag. Eines ist klar, die Sache ist seit Wochen am Brodeln, da man in letzter Zeit immer weniger von ihm gehört hat. Wie und warum die Polizei damit zu tun hat, ist noch nicht bekannt, aber es ist sicher, dass sie gegen die Großfamilien ermitteln. Viele Fans und Rap-Hörer sind enttäuscht, da Bushido vor Monaten genau wegen der Zusammenarbeit mit der Polizei scharf kritisiert wurde von Capital und jetzt selbst vermutlich mit der Polizei zusammenarbeitet. Auf Instagram gab Capital ein kleines Statement dazu ab. Das will ich euch nicht vorenthalten. Bratans, Bratinas, Bratuchas, was geht ab? Ich hoffe, euch allen geht's gut. Ich bin hier gerade ein bisschen spazieren am Alexanderplatz. Es regnet ein bisschen. Ist aber nicht so schlimm. Ich küsse eure Augen. Bro, es ist unglaublich, wie viele Leute mich gerade versuchen zu ficken. Die versuchen wirklich alles... Oh, Entschuldigung. Die versuchen wirklich alles, um mich fallen zu sehen. Die wollen, dass ich mit Musik aufhöre. Die platzen auf mich, weil ich einfach Millionen verdiene und sie davon nichts abhaben. Die Presse, die will mich unten sehen. Alle versuchen etwas, aber damit sie wissen, die Leute wissen, wer ich bin, wie ich bin und dass sie mich lieben, weiß ich auch. Und daran könnt ihr und eure Klatschpresse auch nichts ändern. Schöne, schöne Grüße, Capital Bra. Und ich wollte ein fettes Dankeschön sagen an alle Bratans und Bratinas. Ich krieg grad 3-4-fach so viele Nachrichten, wie ich immer sonst bekomme. Kapi, wir lieben dich. Kapi, wir stehen hinter dir. Kapi, geh raus und fix sie alle. Mehr kann man zum aktuellen Zeitpunkt nicht sagen. Ich werde euch auf dem Laufenden halten. Abonniere den Kanal, um nichts zu verpassen. Ja, bleib einfach dran, Digga. Einfach abonnieren, klicken und auf Glocke und so, du weißt.